Montagmorgen. Ich begrüße Sie zur ersten ZIP. Es ist 7 Uhr. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat offenbar eine Übergangslösung mit Teheran gefunden. Sie war bemüht um Deeskalation im Atomstreit. Nun scheinen Kontrollen weiterhin möglich, allerdings in eingeschränkter Form. Der Iran hatte damit gedroht, den Zugang der IAEA-Inspekteure ab morgen einzuschränken, sollten die USA ihre Sanktionen nicht lockern. Am Wiener Flughafen spricht Rafael Grossi, der Chef der Atomenergiebehörde, nach seiner Rückkehr aus Teheran von einem vernünftigen Ergebnis. Seine Behörde darf weiterhin iranische Anlagen überwachen. Allerdings ist es ein Deal auf Zeit, eine vorübergehende Lösung für die nächsten 3 Monate. Und die Organisation habe künftig weniger Zugang zu den Atomanlagen, so Grossi. Details dazu nennt er nicht. Grossi war in den Iran gereist, nachdem das Land eine Einschränkung der Kontrollen seiner Anlagen angekündigt hatte. In einem Zusatzprotokoll zu dem Atomabkommen von 2015 hat der Iran auch kurzfristige Kontrollen zugesagt. Gesagt. Ein vom iranischen Parlament verabschiedetes Gesetz sieht nun allerdings vor, dass diese Erlaubnis aufgehoben wird, sollte es bis dahin keine Erleichterungen bei den US-Sanktionen geben. Das Gesetz tritt morgen in Kraft, die diplomatischen Verhandlungen laufen aber weiter. Mit dem Atomstreit mit dem Iran beschäftigen sich heute auch die EU-Außenministerinnen in Brüssel. Bei ihrem Treffen werden die europäischen Chefdiplomaten auch über weitere Sanktionen gegen Russland beraten. Anlass ist das massive Vorgehen gegen Demonstranten und die Prozesse gegen den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Als Gast per Video zugeschaltet ist heute auch der amerikanische Außenminister Anthony Blinken. Wir kommen nach Österreich. Die Zahlen gehen wieder nach oben. Nun zeigen sich offenbar die Auswirkungen der Öffnungen. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, die liegt mittlerweile bei 132. Zum Zeitpunkt der Öffnungen lag sie bei 104, so die Zahlen der AGES. Wäre es richtig gewesen, länger im Lockdown zu bleiben? Der Epidemiologe sagt, die Bevölkerung hätte die Maßnahmen nicht mehr länger mitgetragen. Ich glaube, das, was man machen hätte sollen, jetzt rückblickend, wäre die letzten beiden Wochen des Lockdowns wirklich härter machen, um die Zahlen weiter nach unten zu bringen. Alle haben sich schon abgefunden gehabt, dass es Lockdown ist bis 8. Februar. Und dann hätten wir jetzt einfach mehr Spielraum. Gartlehner kritisiert zudem, dass die Öffnungen bisher nie wissenschaftlich begleitet wurden. Sorgen bereiten jedenfalls die Mutationen. Wenn die Situation entgleiten sollte, dann wegen den neuen Varianten schneller als im November. Das ist der Grund, warum wir jetzt vorsichtig sein sollen und nicht überhaps in der Vorfreude auf die Dinge, auf die wir wirklich alle sehnsüchtig warten, unsere hart erarbeitete Maßnahmengruppe jetzt verspielen. Wegen der Südafrika-Mutation in Tirol wird auch an den deutschen Grenzen streng kontrolliert. Dass die Einreiseregeln kompliziert sind, liege in der Natur der Sache, sagt der deutsche Botschafter. Aber ich finde es immer noch besser, wir haben die Ausnahmen und die Menschen, die erfüllen, kommen rüber, als dass es einfach wäre, aber noch restriktiver. Die Kontrollen wären jedenfalls wegen der Gefahr der Südafrika-Mutation notwendig. In Frankreich steht heute der ehemalige Chef der baskischen Untergrundorganisation ETA vor Gericht. Er muss sich wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verantworten. Der heute 70-Jährige war zuletzt in Paris unter Hausarrest. Die ETA ist seit 2018 aufgelöst. Aus Paris, Cornelia Primosch. Vor dem Pariser Berufungsgericht muss José Antonio Urruticoechea heute für seine Vergangenheit gerade stehen. Der ehemalige politische Chef der baskischen Untergrundorganisation ETA war 2019 nach jahrelanger Flucht in den französischen Alpen festgenommen worden. Im heutigen Prozess muss er sich wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verantworten. Die ETA hat jahrzehntelang für ein unabhängiges Baskenland im Norden Spaniens und im Südwesten Frankreichs gekämpft. Mehr als 800 Menschen wurden getötet. Urruticoechea soll laut französischen Terrorexperten die Taktik von Autobombenanschlägen eingeführt haben. Wie seine Fürsprecher betonen, war er später an der Aushandlung eines Friedensabkommens beteiligt. Vor 3 Jahren hat die ETA ihre vollständige Auflösung verkündet. In Barcelona hat es in die 6. Nacht in Folge Proteste und Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Demonstriert wurde gegen die Inhaftierung des Rappers Pablo Hasél. Etwa 1.000 Menschen sind vergangene Nacht auf die Straßen gegangen. Es war ruhiger als in den Nächten davor. Der Rapper Pablo Hasél wurde wegen Gewaltverherrlichung und Beleidigung der Monarchie verurteilt. Selbst die Regierungskoalition in Madrid ist betroffen. Die Sozialisten werfen Unidas Podemos vor, die Gewalt nicht ausreichend zu verurteilen.
Vergangenen Oktober ist in Österreich ein riesiger Müllskandal aufgeflogen, der weite Kreise zieht und bis nach Südostasien führt. Mindestens 4 Schiffscontainer voll mit kontaminiertem Kunststoffabfall soll das niederösterreichische Unternehmen FCC illegal nach Malaysia verkauft haben. Das Umweltministerium, die oberste Kontrollbehörde, hat die 100 Tonnen Plastikmüll nun nach Österreich zurückgeholt, um sie zu untersuchen. Nicht deklariert und vorbei an sämtlichen Behörden soll das niederösterreichische Abfallunternehmen FCC verunreinigten Elektroschrott nach Malaysien verkauft haben, mindestens 100 Tonnen. Der Müll in den 4 Containern wird am Vormittag am Containerhafen in Enns von Mitarbeitern des Umweltbundesamtes unter anderem auf gefährliches Flammschutzmittel untersucht. Gegen FCC und eine Wiener Zwischenhändlerin läuft seit vergangenen Oktober ein Ermittlungsverfahren. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler stellt deshalb heute einen Aktionsplan gegen illegale Plastikmüllexporte vor. Es wird strengere Kontrollen in den Betrieben und an den Grenzen geben. Weiters kündigt Gewessler bessere Schulungen für Polizei und Zollbeamte an. Es ist ein schmutziges Geschäft. Rund ein Drittel aller sogenannten gefährlichen Abfallstoffe verschwindet laut EU-Kommission vom legalen Markt. Der israelische Autor Ishai Sarid hat mit seinem Roman Monster aufhorchen lassen. Nun erscheint Die Siegerin, ein Buch über Gewalt und Tod und Militär. Israel ist der Armeedienst für Männer und Frauen verpflichtet. Auch der 1965 geborene Autor Ishai Sarid diente 6 Jahre lang als Nachrichtenoffizier bei der israelischen Armee. In seinem neuen Roman gewährt er einen umfangreichen Einblick in diese Lebenswelt. Seine Hauptfigur Abigail ist Psychologin und berät das Militär darin, wie man Soldaten besser auf Einsätze und aufs Töten vorbereitet. How do you deal with the issue of violence? Wie geht man mit Gewalt, wie mit Angst, wie mit Aggression um? Das sind wesentliche Fragen, die in Israel oft gestellt werden. Und diese Fragen und mögliche Antworten darauf finden sich in der Figur von Abigail wieder. Als ihr eigener Sohn einberufen wird, kommen ihr Bedenken und sie muss sich entscheiden, was wiegt schwerer, das Wohl ihres Landes oder das ihres Kindes? Eine einfachere Frage beantwortet nun Manfred Meixner, nämlich wie das Wetter heute wird. Ein mächtiges Hoch bleibt in den nächsten Tagen bei uns wetterbestimmend. Mit Südwind kommt zudem extrem warme Luft aus Nordafrika nach Österreich. Ab morgen wird in hohen Luftschichten auch Sahara-Staub dabei sein. Im gesamten Bergland gibt es heute wieder strahlenden Sonnenschein von früh bis spät. Der Nebel im Flachgau sowie in der südlichen Steiermark und im Südburgenland wird sich am Vormittag auflösen. Im Flachland Nord- und Ostösterreichs ist der Hochnebel hingegen sehr hartnäckig. Hier kommt die Sonne nur vereinzelt durch. Dementsprechend weit gestreut sind die Temperaturen. Bei Dauernebel bleibt es relativ kühl. Mit Sonne und leichtem Föhn wird es dagegen frühlingshaft mild mit bis zu 18 oder gar 20 Grad. Das Tauwetter gibt es heute bis in große Höhen. In 2000 Meter liegen die Werte im Süden bei plus 5 Grad, im übrigen Bergland bei 7 bis 9 Grad. Morgen setzt sich im Laufe des Vormittags auch im Osten die Sonne durch. Am Mittwoch ist der Himmel im ganzen Land wolkenfrei. Die Temperaturen sind überall frühlingshaft. An der Alpen-Nordseite sind neuerlich Höchstwerte bis zu 18 oder 20 Grad möglich. Das war die ZIP um 7. Danke fürs Zusehen. In Guten Morgen Österreich trifft moderne Kunst auf guten Zweck. So heißt eine Benefizauktion zugunsten der Caritas Socialis. Gleich bei Eva Pölzl. Kommen Sie gut in den Tag.